Sturmtief Xavier kommt schnell und mit voller Kraft. Was der Orkan zu fassen bekommt, reißt er weg wie Spielzeug. Große Teile eines Daches schleudert Xavier von diesem Gründerzeithaus in Magdeburg. Fast überall sehen Innenstädte so aus wie hier in Dresden. Bäume stürzen auf fahrende Autos, den Menschen fährt mehr als ein Schrecken in die Glieder. Ja, also nur sind wir alle 30 gefahren. Auf einmal kommt eine grüne Wand von links und das war der Baum. Es kommt plötzlich was auf einen zu, man hüpft auf die Bremse irgendwie automatisch und realisiert erst 2 Sekunden später, was eigentlich passiert ist. Auch in Leipzig hat eine junge Frau viele Schutzengel. Eine 10 Meter hohe Birke stürzt in ihren Kleinwagen. Ich bin gefahren, langsam, weil Verkehr war. Und dann habe ich von rechts, glaube ich, einen Baum kommen sehen. Habe gebremst und dann ist er in meiner Frontscheibe gelandet. Wäre ich 2 Sekunden schneller gewesen, wäre der Baum auf dem Dach gelandet. Da weiß ich nicht, was passiert wäre. Auf der Autobahn 14 bei Schönebeck geht bis zum frühen Morgen nichts mehr. Diesen LKW fegt es förmlich von der Fahrbahn. Der mit Styropor beladene Laster muss zeitaufwendig geborgen werden. Massiv betroffen ist der Norden Mitteldeutschlands. Im Altmarkkreis Stendal rücken 160 Feuerwehren mit 1200 Kameraden aus. Tausende Haushalte sind stundenlang ohne Strom. Bäume fliegen durch die Luft. Es sah aus, als ob es schneit, bloß aus Blättern. Das war richtig Hammer. Und dann hat man gesehen, wie die Bäume sich immer mehr gebogen haben, die Äste. Und dann hat es geknallt und da lag alles unten. Inzwischen sind Sturm und Wind in den meisten Regionen wieder abgeflaut. Zeit zum Aufräumen, bis vermutlich bald ein neuer Herbststurm folgt.